Es ist auch weiterhin nicht besonders gemütlich an der Börse. Der DAX verliert erneut aktuell 95 Punkte, jetzt 99 Punkte oder 0,9% auf 10.878 Zähler geht es im Moment nach unten. Wir hatten das Tagestief vor ein paar Minuten schon mal bei 10.859 Punkten. Und das liegt daran, dass die Griechenland-Krise nach wie vor alles überschattet, auch vom heute stattfindenden Euro-Finanzministertreffen. In Luxemburg wird keine Lösung der Schuldenproblematik erwartet, aber Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zumindest in einer Rede, in einer Erklärung im Bundestag gesagt, dass es immer noch möglich sei, hier einen Kompromiss zu finden. Die Frage ist nur, wer daran letztlich noch glaubt. Die Marktteilnehmer sind jedenfalls sehr stark verunsichert. Dann wird aber auch noch das verarbeitet, was am gestrigen Abend aus Amerika kam, nämlich die Zinsentscheidung der US-amerikanischen Notenbank. Da hat sich nichts geändert. Die Zinsen bleiben historisch niedrig, nahe Null. Und gleichzeitig hat Janet Yellen, die US-amerikanische Notenbankpräsidentin, ihre Wachstumsprognose für die US-amerikanische Konjunktur im Jahr 2015 leicht gesenkt, gleichzeitig auch gesagt, dass unter dem aktuellen konjunkturellen Umfeld eine Zinsanhebung noch nicht gegeben sei. Jetzt hat man auf der einen Seite das Aufatmen, dass die Zinswende, von der ja immer wieder gesprochen wird, eine mögliche Zinswende noch etwas länger auf sich warten lässt. Auf der anderen Seite ist man natürlich betrübt darüber, dass die Konjunktur offenbar doch nicht so in Schwung kommt, wie viele immer erhofft hatten. Wir konnten das schon an vielen Daten ablesen, die zuletzt aus Amerika kamen. Die haben die Erwartungen doch nicht unbedingt erfüllen können. Wir haben aber auch am morgigen Freitag den großen Verfallstag hier an den Terminbörsen. Auch das dürfte Einfluss auf die kurzfristigen Bewegungen am Aktienmarkt haben. Schauen wir uns nochmal drei Einzelwerte an. Wir beginnen mit SAP, heute schwächste Aktie im DAX mit einem Abschlag von 1,7%. Auf 63,40 Euro geht es nach unten. Und dabei wird SAP so ein bisschen in Sippenhaft genommen mit dem Konkurrenten Oracle, denn nachbörslich ist die Aktie gestern in den USA sehr schwach unterwegs gewesen. Das lag an vorgelegten Geschäftszahlen, die haben die Erwartungen nicht erfüllt. Oracle leidet vor allen Dingen unter dem zuletzt immer stärker werdenden US-Dollar. Das wiederum, sagen Analysten, dürfte aber für SAP eigentlich kein Problem sein. Trotzdem wird die Aktie heute mit verkauft. Wir haben in der zweiten Reihe im MDAX die Bilfinger-Aktie mit 14,7% im roten Bereich bei 31,98 Euro. Bilfinger möchte sich von der Kraftwerkssparte, vom Power-Geschäft trennen. Die Verluste sind hier offenbar größer, noch größer muss man ja sagen, als bisher angenommen. Außerdem drohen weitere Verluste im Laufe des Jahres. Man möchte jetzt, und das sagte der erst seit zwei Wochen im Amt befindliche Per Utnegard, der neue Chef von Bilfinger, dass man ein Jahr brauchen werde, um die Kraftwerkssparte zu verkaufen. Aber man sagt sich offenbar lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, bevor hier noch mehr Verluste angehäuft werden. Das schmeckt natürlich den Aktionären, den Börsianern gar nicht. Traurig ist es nur für die 11.000 Mitarbeiter, die in diesem Bereich tätig sind. Wir schauen aber auch nochmal auf ProSieben Sat.1 Media. Diese Aktie mit 1,3% im Minus bei 41,53 Euro. Und das hängt mit der dann doch gestern überraschenden Ankündigung des Entertainers Stefan Raab zusammen, seine Fernsehkarriere zu beenden. An vieles könnten wir an dieser Stelle erinnern. Ich möchte vielleicht nur mal die kleine Anekdote zitieren von seinem Besuch bei meinem früheren Kollegen Friedhelm Busch bei NTV an der Börse in Frankfurt, als er ihn fragte: Lieber Friedhelm Busch, Sie gelten ja als ein alter Hase der Börsenberichterstattung. Und da meinte Friedhelm Busch: Naja, also alt. Und da sagte Stefan Raab: Ja, aber Hase stimmt. Ja, und an solche kleinen Anekdoten erinnern wir uns natürlich speziell auch heute sehr, sehr gern und lachen darüber. Und deswegen sind wir vielleicht auch so ein bisschen traurig, dass Stefan Raab dann nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein wird. Die Aktionäre scheinen es offenbar zu sein und sie denken dabei offensichtlich auch natürlich an die Einschaltquoten des Senders. Deswegen haben wir die Aktie heute im roten Bereich.